Ja, die Kanadier sind in Dingsbums gelandet. Norwegen. Also ich sehe zumindest kanadische Division da irgendwo rumstampfen. Problem ist halt. Also die können nicht, die können schon. Ich weiß nicht, ob sie. Nee. Die können Finnland eigentlich keinen Krieg erklären als Alliierte. Geht nicht. Deswegen sorgt mich das wenig. Deswegen habe ich auch diese Pufferzone eingesetzt als Finnland, weißt du? Das Deutsche Reich fingiert gegen Amerika, Frankreich fingiert gegen die Sowjetunion. Oh, du musst noch Flugzeuge aufstellen da bei Polen. Ich nehme Bessarabien und stelle da Flugzeuge rein. Kicken die uns. Ich stelle alles Jäger mit rein. Der neue Patch war schon geil, wenn man den spielt. Aber da muss man halt alles wieder einzeln hochklicken. Wie gesagt, Luftherrschaft wird für uns sehr wichtig, weil wir können sie über alles ausbluten. Über die Luftherrschaft, Kämpfe. Aber einfacher natürlich über die Luftherrschaft. Gegen Deutschland müssen wir auf. Ich werde gegen Deutschland jetzt fingieren, weil ich will ihnen nicht nur die Möglichkeit geben, uns Krieg zu. Boah. Krieg aufzudrücken, wenn sie wollen. Ich will denen nämlich auch den Krieg erklären können, wenn sie es nicht tun. Weißt du, was ich meine? Ich war schon, ich war schon. Ich war schon, ich war schon. Jetzt schau mal. Ich könnte das theoretisch beschleunigen. Jetzt bricht der Niederbayer sein Kriegsziel ab. Ich könnte die Sache beschleunigen. Ich habe nämlich Honduras. Ich habe ein Kriegsziel in Honduras. Könnt denen jetzt den Krieg erklären? Die sind demokratisch. Frage ist, greifen die Alliierten dann ein? Das ist eine gute Frage. Soll ich es machen? Dann hätten wir gleich Krieg gegen die Alliierten. Der Niederbayer hat kein Kriegsziel mehr gegen uns. Also er kann nicht so schnell eintreten. Ja, versuchen. Das Nordseereich ist nach. Ja, keine Ahnung. Was? Keine Ahnung, was das Lächerliche sein soll. Dänemark ist das wahrscheinlich. Ach so. Ja, natürlich. Aber da steht, das Deutsche Reich fingiert immer noch gegen uns. Ach, wahrscheinlich gegen dich fingiert's, oder? Naja, gegen mich nicht. Also gegen mich Frankreich. Gegen mich? Dann geh nicht gegen mich. Da oben ist falsch, da. Soll ich Honduras den Krieg erklären und es auf die Spitze treiben? Ja. Okay. Mach mal. Wird nichts. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit. Also ich habe freie Zivilfabrik und weiß nicht wohin damit. Wann ist dann fertig? 12. September. Nein, November. Okay. Gut. Baut irgendwas. Sehr gut. Gegen unterentwickelte Staaten zu kämpfen, ist immer das Geilste. Einfach durchmarschieren jetzt. Wobei die scheiß Mexikaner haben es mir ja halbwegs gezeigt.
War eine neue Organisation. War nicht so geil da. So geil. Wie heißt denn der? Ich hab George Patton. Also George Senior Patton, oder? Ja. Ja, muss ja, ne? Ja. Habe ich in der Heimat Intervention 1 drin. Die greifen sofort Kanada an, sobald es losgeht. Patton fährt nach Kanada. So, wie sieht es zeitlich aus? Von Polen hast du ja ziemlich was geplant. Da. So. Yes, sir. Ja, noch einmal kein Krieg inhaliert, ne? Ich werde auch unten Polen durchpreschen. Ich glaube, da Bukarest komme ich gut durch mit den Panzern. Wenn ich für eine Breite. Ja, aber ich habe wieder. Ich hasse es, ey. Essen ist das. Ich habe tausendmal gesagt, dass ihr Spastis das nicht bis dahin machen sollt. Weißt du, der zieht mir die Grenze bis nach diese scheiß Bulgarien rein. Das ist zum Kotzen, ist das. Ja, aber ich sehe gerade, ich habe da echt wenig Ausrüstung da unten. Darum, Ex-Groß-Rumänien hat eine ziemlich beschissene. Ja, die haben eine beschissene Infrastruktur, ich weiß, aber ich kann es nicht erinnern. Ich weiß nicht auf die Schnelle. Ich hab 74% Versorgungsschleiß. Mal schauen, ich lege jetzt auch so einen Plan an, warum nicht. Ach, besiegt. Honduras. Ah, Marionettenstaat. Die Volksrepublik. Wir haben keinen Kriegerwert, ne? Nein. Wir wollen nur ein bisschen provozieren. Merkwürdig. Was? Norges waldet? Was? Die haben so komische Dinge da. Ach, Schweden. Norwegen. Speerspitze. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem mit Norwegen. Ja. Warum denn? Weil das jetzt faschistisch geworden ist. Jetzt können sie halt durch Finnland durch. Quasi. Könnten. Nee, ich habe da oben nicht so viel stehen, weißt du? Die müssen das halt angreifen. Aber ja. Ja, kein Thema. Wie gesagt, ich kann dir die halbe Million kann ich dir hochstellen. Oder ich stelle 200. Ich habe hier noch Gebirgsjäger stehen. Alles gut. Oh, ich hab ja die volle Infanteriedivision da. Wo steht denn die gerade? Die steht gerade in Bukarest. Setze davon, wenn ich die Hälfte, wenn ich 250.000 Mann hochstelle und 250.000 in der Türkei lasse. Ja, kannst du auch machen. All in. So. Noch 6 Divisionen Gebirgsjäger irgendwo rumstehen gehabt in der Pampa. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Das ist ein langer Marsch da hoch. Was ist das? Was ist mit Schweden? Robert auch Nicaragua. Ich muss aufhören, die ganze Scheiße da drüben zu erobern. Einfach erobern. Und bewegt euch. Männer. Move out! 300 Tage sind sie da. Nicaragua. Attention!
Aber die sind ja ein schöner Marionettenstaat. Die werden doch jetzt, kann ich die nicht irgendwie fördern, damit die eine eigene Armee aufbauen oder so? Passiert meistens automatisch. Also wenn du die jetzt Marionette hast, die bauen sich ziemlich schnell auf. Guck mal, Afghanistan hat jetzt 59 Divisionen. Nice. Fucking Afghanistan. Aber die sind doch stark. Niemand sollte die Afghanen unterschätzen. Wie sieht's aus? Wann wären die Kriegsziele gerechtfertigt? Irak? 12. August. Warte darauf, bis Frankreich mir den Krieg erklärt. Sofern sie mir den Krieg erklären. Aber Deutschland fungiert nicht gegen mich, Krieg, nur gegen dich. Ja, das ist interessant, ne? Also hierbei muss schon eine ziemlich große Grenze abdecken. Mit seinen, ja, beschränkten Mannstärken, sag ich mal. Ja. Sagst du. APS wird wahrscheinlich vielleicht wird er versuchen durch Indien, ja, nach Persien zu kommen. Aber wie gesagt, da habe ich Afghanistan. Also, machen wir schon, bin ich zuversichtlich. Ja, ich glaube auch. Auch wenn gerade Afghanistan und China und sonst was alle ihre Truppen irgendwie nach Finnland verlegen. Warum auch immer. Ja, die müssen unbedingt mit uns kämpfen. Schau mal, 48% kommunistisch. Kannst du sie nicht einladen in den Kommentaren? Wen? China? China, ja. Die Bündnisse laden, nee, geht noch nicht. Aber wenn die Chinesen eintreten, dann sind wir gefickt. Ja, dann sind wir. Sind wir gefickt, aber richtig hart. Gefickt. Die müssen mit uns kämpfen. Die sollten britisch Indien angreifen. Dann machen wir den Sack zu. Beziehungen verbessern. Das ist der Plan. Ja, mich lieben sie ja schon. 420 Divisionen. Ne? Von mir steht 572 ist Max. Okay. Oh, Wahnsinn. Ja, die hätten wir danach, eigentlich mit Japan hätten wir die wegsnacken müssen. Aber hast du gesehen da? Musst du gut aufpassen, der Japaner hat da noch Einheiten. Na gut, ich habe da auch Einheiten stehen. In Japan, Hauptinsel. Da kannst eh die Einheiten zu mir rüberziehen, auch die du da auf der Hauptinsel hast. Ein paar mehr. Wir schnell Hiroshima, Nagasaki und das da erobern. Japan, stimmt. Die gehören. Vergessen. Niederländisch-Indien gehört noch nicht zu den Alliierten. Sobald sie beitreten, ich habe schon Angriffspläne in alle größeren Städte und Inseln. Die muss ich nur noch losschicken. Ah, wir brauchen aber mehr Spionage. Ja, da muss ich meine Flotte noch. Ach Gott. Was mach ich denn da, Alter? Ich zieh grad eine Grenze und mach grad einen Angriffsplan bei dir. Bei mir? Ja. Entschuldigung, ja. Ja, voll offensive. Du, mach unten, ganz unten rechts kannst du umschalten, um die Angriffspläne der alliierten Länder zu sehen. Das ist das mit den zwei Pfeilen. Nachricht von Ländern ändert ihren automatischen Status zu einem Nicht-Angriffspakt widerrufen. Ah. Wer was? England hat Nicht-Angriffspakt widerrufen. Ah ja, dann siehst du, was kommt. Wie sieht's aus? Wann können wir angreifen? Wieso ist Pause? Wer hat Pause gemacht? Keine Ahnung, wir brauchen eine Whisper-Liste mit denen. Deswegen bewegen sie sich nicht, die Einheiten, weißt du? Ja, Alter, was ist denn hier los, ey? Ich such mal, wo sind meine. Okay, jetzt geht's rund. Pause. Was? Sowjetunion hat Mongolei. Als unsere Verbündeten deutsch-sowjetischen Krieg gerufen. Sowjetunion, bla 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 bla. Deutschland hat uns den Krieg gehört. Ja. So, natürlich. Soll ich dich reinrufen oder nicht? Bin schon mit, du hast mich schon reingerufen. Genau, okay.
finde gerade meine Truppen nicht, die ich hochgeschickt habe nach Finnland. Ach, da sind sie. Sind gleich oben. Lösche ich den Plan da. Besser, wenn ich ihn nicht habe, wenn er keinen Bonus bringt. Sich. Problem ist die Ausrüstung hier. Die Rumänen rufst du nicht rein, oder? Also das ist... Okay, der Irak. Den Achsenmächten beigetreten. Katze, was ist denn los mit dir? Geh weg. Da. Sie gehört, der Irak ist den beigetreten da unten. Den Achsenmächten, oder was? Ja. Nein, aber ich... Da ist mit der Luft überlegen, hä? Sehr gut. Ja, aber ich stecke da noch ein paar Jäger bei dir rein, hä? Apropos, ich muss kurz nach Hause schauen, da ich gegriffen werde. Gut. Die Philippinen bieten seine Hilfe an bei den Kriegsverbündungen. Wollen wir die Hilfe der Philippinen haben? Was? Wollen wir die Hilfe haben gegen die... Wollen wir Hilfe haben, also Philippinen ja, für uns? Immer ja. Hilfe, immer Hilfe. Immer Hilfe. Da, was wollte ich jetzt machen? Die Jäger besser einstellen. Oh, er hat Rumänien abgeschnitten. Hast du das gesehen? Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Kommen wir da noch durch? Innen. Weißt du, das Problem ist, ich kann hier nicht angreifen, weil... Ah, jetzt komme ich vielleicht durch. Nee, komm ich nicht. Weil ich habe einfach so schlechte Werte hier. Können wir nicht hier oben Quisingl Norwegen angreifen? Check ich nicht. Nee, geht nicht. Wir haben gerade eine blöde Situation, dass die uns da angreifen können, wo wir wollen und wir sind nicht da, wo ich will. Oder so. Haben wir nicht die Möglichkeit, jetzt Griechenland auch anzugreifen?
Ja, der Niederbayer müssen wir stehen, ne? Wir können es probieren. Also ich kann es probieren mit 26 Divisionen, ich weiß nicht, wie gut die vorankommen. Ich habe 25 Divisionen da. Also 250.000 Mann. Du musst nicht unten. Ich kann auch Griechenland alleine probieren anzugreifen. Probier mal. Ich kann dir auch helfen, ist ja kein Thema. Probieren. Problem ist, die erobern hier nämlich Rumänien. Ist egal, Rumänien war sowieso als... Ja, aber es war, das ist scheiße, Opa. Weil... Ja, ich weiß, aber das ist direkt, der war drin, weißt du das? Die hat, von da aus hätten wir den ficken können, das... nicht aufgepasst. Ja, das Problem war halt das Nadel, das hätten wir nicht halten können. Oder sollten wir das nicht halten können, das Nadel. Ich glaube, ich mache noch ein paar Marines.